Einen fetten Elgemeldegruß von mir, eurem Marv. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einem neuen Röntchen von The Last of Us Multiplayer. Und ja, bevor es gleich ins Spiel geht, erstmal vorab, ich wurde von jemandem gefragt, wie denn der Multiplayer so abgeht, denn er hatte keine Ahnung, wie der Multiplayer ist. Er hat davon noch nie was gehört, aber von The Last of Us hat er gehört. Erstmal hallo an dich. Und ich weiß gerade deinen Namen gar nicht mehr. Scheiße. Shamira oder sowas war das, ne? Ich glaube schon. Wenn ich was Falsches sage, bitte nicht böse sein. Ich habe nämlich ein bisschen Stress an der Backe, weil ich hier seit 1,5 Stunden sitze und das Aufnahmeprogramm nicht so will wie ich. Aber, naja, ich habe gesagt, ich will Dienstag ein Part aufnehmen. Heute ist Dienstag und ich wollte dir natürlich erklären, was der Multiplayer dann so kann. Natürlich geht das dann auch für alle andere. Ja, erstmal, man hat hier 3 Spielmodi. Den Vorratsraubzug, das ist das, was ich bis jetzt immer gespielt habe. Erledige das ganze gegnerische Team, um zu siegen. Ja, es sind 4 gegen 4 Spieler. Jedes Team hat 20 Respawns. Und ja, wer keine Respawns mehr hat, wer tot ist, der ist weg. Also es ist quasi Suchen und Zerstören von COD nur ein bisschen weiter gedacht. Also ohne Bombe einfach nur töten und du kannst halt respawnen, aber wenn keine Tickets mehr da sind, dann ist das Spiel noch nicht vorbei. Dann können nochmal alle die noch am Leben sind, aus deinem Team oder aus dem gegnerischen Team, dann noch weiterspielen. Ja, dann haben wir Überlebende. Eliminiere alle Gegner, um die Runde zu gewinnen. Keine Respawns. Ja, das denke ich dann mal ist Suchen und Zerstören nur ohne Bombe. Und ja, du musst halt die Gegner töten und kannst nicht respawnen. Also auch keine Tickets. Wer tot ist, ist tot. Das, ja, da kommen wir mal zu. So, Verhöre gegnerische Spieler, um deren Schließfach zu finden und öffne es, um zu gewinnen. Da kann ich ehrlich gesagt nicht zu viel sagen, das tut mir leid, weil ich den Modus doch nie gespielt habe. Der kam genau dann raus, als ich mit The Last of Us aufgehört hatte, das zu spielen damals. Aber wir können es ja gleich mal zocken. Zeigen und für mich ist es dann auch was Neues. Ja, und oben links sieht man erstmal Woche 1, Tag 4. Was hat das zu bedeuten? In 12 Wochen, also wenn die 12. Woche vorbei ist, glaube ich, soweit bin ich noch nie gekommen. Dann, Moment, was passiert da nochmal? Dann wird man gerettet. Also dann ist das quasi vorbei, denke ich mal, und geht da von vorne los. Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich soweit nie gekommen bin, aber es gibt auf jeden Fall 12 Wochen. Und in diesen 12 Wochen, sieht man oben in der Mitte, kannst du deinen Clan sammeln. Also ich habe jetzt 19 Überlebende, davon sind 19 gesund, 0 hungrig und 0 krank. Ich brauche 21 Vorräte pro Tag, steht da drunter. Und ja, wie kriege ich die Vorräte? Die Vorräte kriege ich, wenn ich Aktionen mache im Spiel. Ich glaube, durch Craften kriegt man welche. Durch Gegner töten natürlich. Durchs K.O. setzen und sowas. Ja, und wenn man einen Spieler getötet hat, dann findet man auch einen ganzen Haufen davon bei dem. Also dann kann man den looten. Aber ist natürlich, muss man vorsichtig sein, denn da können natürlich noch andere in der Nähe sein, dann stirbt man im Zweifel. Ja, was bringt das? Also, man sieht es unten rechts gerade. Plus ein Bewohner, nächster einmaliger Booster. Einmalige Booster sind sowas wie mehr Munition für den Revolver haben am Anfang oder sowas. Moment, ich kann das auch mal zeigen. Die sind nämlich hier unten, einmalige Booster. Billigere Munition, Munitionskosten sind um 25% reduziert und dasselbe für die Rüstung. Davon habe ich jeweils ein. Ja, die kann man nur einmal aktivieren und ja, die kriegt man dann in dem Spiel freigeschaltet, so mit diesen Bewohnern, die man dann hat. Ja, es ist aber auch nicht sonderlich einfach. Also jetzt ist es noch einfach, weil man relativ leicht die über die Runden kriegt. Aber später, je mehr man hat, desto mehr braucht man natürlich. Je mehr Überlebende, desto mehr Nahrung, ist ja klar. Ja, und später kommen auch Missionen. Also da kommt dann irgendwie so ein Text, deine Leute werden von Leuten angegriffen, von den Fireflies oder irgendwie sowas.
Und dann hast du eine Mission, keine Ahnung, was das so ist, töte drei gegnerische Spieler mit einem Headshot oder sowas. Und wenn du das hinkriegst, dann hat deine Gruppe eine bessere Überlebenschance für dieses Event dann. Und dann verlierst du weniger Leute. Im besten Fall natürlich gar keine. Wenn du es nicht hinkriegst, dann kann es sein, dass du richtig viele Leute verlierst. Also die Hälfte oder so kann man da verlieren. Ich glaube sogar auch mal richtig viele. Ich weiß, dass ich mich damals mal darüber aufgeregt hatte, weil ich, keine Ahnung, 100 oder so hatte und danach hatte ich nur noch 20 oder so. Also das kann schon ordentlich wehtun, wenn man das mal nicht hinkriegt, wenn das dann eine knifflige Mission ist. Vor allem, wenn man dann etwas weiter ist schon. Ja, das war es eigentlich dazu. Ja, und man sieht es auch unten rechts gerade 178 von 250, dann kriege ich eine neue Freischaltung, wenn ich genug Vorräte gesammelt habe. Ja, dann können wir mal bei der Ausrüstung gucken. Das ist eigentlich das, womit ich momentan hier spiele, das Set. Pistole. Ja, erstmal, das ist ungefähr so wie bei Call of Duty, die neuesten Teile. Wo hatte das nochmal angefangen? Ich glaube, ab Ghost hat das angefangen, dass man nur 10 Waffen, 10 Sachen mitnehmen konnte. Die Sachen halt auch was, aber unterschiedlich. Hier die beiden, die sind kostenlos. Die werden, glaube ich, was kosten dann. Also die kosten dann Punkte. Man kann die auch verbessern mit einem Schalldämpfer. Die Pistole hier zum Beispiel. Ja, und die abgesägte Schrotflinte ist gesperrt. Was man auch sagen kann oder muss, das sind jetzt die Pistolen, die man so erreichen kann und die muss man kaufen. Also sie sind nicht sonderlich teuer im Store, aber mir ist aufgefallen, ist es doch mehr als die Hälfte der Waffen, die du kaufen musst. Was ein bisschen schade ist, denn man kann natürlich, kann man das so machen, dass man Waffen kaufen kann, aber die Hälfte ist doch ein bisschen hart. Ja, und dann hat man hier die Primärwaffen, hier taktische Schrotflinte, Grenzgewehr, halbautomatisch. Die kann man natürlich auch aufbessern, Schalldämpfer, Schalldämpfer und alles. Ich weiß gar nicht, kann man auch was anderes als Schalldämpfer ausbessern? Wahrscheinlich nicht, wa? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Nee. Naja, also die kosten dann 2 Punkte. Und ja. Dann hat man hier noch die Überlebensfähigkeiten. Also das sind so verschiedene Sachen. Pistolenzoom, dass du mit deiner Pistole ranzoomen kannst. Das erleichtert das halt alles so ein bisschen hier. Deine Matches im Multiplayer. Belebe gefallene Teamkameraden 30% schneller wieder und mit 20 Trefferpunkten mehr. Und ja, halt sowas. Auch hier kann man natürlich auch wieder Sachen kaufen, wie man rechts sehen kann. Und auch die kann man aufrüsten. Da kann ich gerade sowieso mal reingucken. Wiederbeleber habe ich hier. Ach, kann ich noch gar nicht. Da muss ich erst freischalten und das kostet auch mehr Punkte dann. Hier habe ich noch einen übrig. Den könnte ich eigentlich mal benutzen, ne? Der Granatwerfer. Ja, aber das muss ich nicht jetzt machen. Das kann ich auch später irgendwann machen. Und ja, dann gibt es die. Wie nennt man die eigentlich? Special-Waffe, könnte man dazu sagen. Das sind halt die Waffen, die man sich später kaufen kann im Match selber. Denn durch Töten von Gegnern und Anfertigen kriegst du Teile, also quasi Geld. Und davon kannst du dir halt verschiedene Sachen kaufen. Rüstung, Munition, du kannst deine Waffen im Match aufbessern und dir halt diese Special-Waffe kaufen. Aber wichtig ist, das ist jeweils nur für dieses eine Match. Also das ist nicht von Dauer. Also wenn das Match vorbei ist, ist die ganze Aufwertung wieder weg. Denn sonst hätte man natürlich einen Vorteil für die nächste Runde dann. Oder wenn man auch nicht so weit aufgebessert hat, einen entscheidenden Nachteil. Ja, hier gibt es halt die Schrotflinte. Erstmal kann man kaufen. Ja, El Diablo und die kosten so 3 oder 4 Punkte jeweils. Und auch hier natürlich kann man richtig viele Sachen kaufen. Das ist zum Beispiel gesperrt, das kann man freischalten. Das ist gesperrt, kann man freischalten. Und man braucht 6.900 Punkte, habe ich gerade gesehen. Alter, alter Vater, ey. Ja, das war es soweit zur Ausrüstung. Man kann mehrere mitnehmen, 6 Stück. Bis jetzt habe ich mir nur das erstellt, wie man sehen kann. Aber ich habe halt auch noch nicht so viel gespielt. Und dann gibt es hier halt auch noch die vorgefertigten. Wobei ich auch gerade sehe, also das ist natürlich
vorgegeben, was du da mitnehmen kannst. Aber ich sehe, dass man da auch die Waffen hat, die man so eigentlich kaufen müsste. Oder irre ich mich da gerade? Die Schrotflinte und die Armbrust, die musste man doch, hoppala, die musste man noch kaufen, oder? Die konnte man nicht freischalten. Nee, die Doppelflinte. Ah, okay. Nee, nee, nee. Doch, die Armbrust. Da, die Armbrust, die muss man kaufen. Ah, okay. Also kann man die da dann quasi kostenlos spielen, aber sind die Fähigkeiten natürlich, weiß man nicht, ob die dann gut sind. Ja, und dann kann man seinen Charakter auch noch ein bisschen individuell anpassen. Ja, hier eine Mütze, eine schöne. Kann man mal durchgucken. Man kann natürlich auch keine nehmen. Hier eine Fischermütze, aber ich finde ganz ehrlich, die Mütze finde. Alter, Mütze, Mütze, Mütze. den Häkelbeanie finde ich am besten. Dann habe ich hier so ein Bandana, damit ich so ein bisschen mehr gefürchtet rüberkomme. Und ja, hier sieht man auch gerade, wenn man mehr Bewohner hat, kann man hier auch Sachen freischalten. Und hier zum Beispiel überlebe bis T Woche 3, Tag 7. Sowas denn halt alles. Und man kann auch Sachen kaufen. ja, Helme dann für die Panzerung, wenn man die dann im Game kauft. Alter, was ist das denn? Alter. So. Ja, dann Gesten kann man machen. Hier, Moment, zack. Da kann man auch welche, ja, da kann man auch welche kaufen, das war ja klar. Exekution, die kann man übrigens auch kaufen. wobei das halt Sachen sind, die braucht man nicht unbedingt. Das ist einfach nur, dass man ein bisschen hier so, das bin ich, individuell anpassen. Ist eigentlich ganz nice, muss ich sagen. Aber da möchte ich nicht unbedingt Geld für ausgeben. Ja, dann kann man sich ein eigenes Emblem erstellen. Und ja, also nicht wundern, ich habe da nur diese Naughty Dog-Pfote, weil ich da nicht wirklich, also ich brauche das nicht. Und dann hier kannst du das halt auf dein Torso, auf deinen linken Arm, auf den Helm und auf dem Rucksack machen. Ja. Das war's eigentlich soweit. Hier Download-Inhalte, gibt ja auch richtig viele. Und ja, 12 Wochen. Also da, das ist halt das, was am Anfang kommt. Im feindlichen Gebiet ist eine große Waffenlieferung unterwegs, die den Krieg gegen die Fireflies entscheiden könnte. Gründe ein Lager und halte dort durch, bis die Lieferung in 12 Wochen ankommt. Okay, also man wird nicht gerettet. Es kommt eine Waffenlieferung und man muss 12 Wochen überleben, um die Waffenlieferung zu bekommen. Ich weiß aber nicht, was nach den 12 Wochen passiert. Vielleicht kriege ich es ja hin in diesem Let's Play. Mal gucken, aber ich glaube eher nicht. ja, 12 Wochen. Wie lange ist das? Also jede Woche hat 7 Tage. Ein Tag ist ein Match. Das heißt, 7 Matches in der Woche. 7 mal 12, das sind 70. 84 Matches musst du schaffen. Und dann am Ende halt auch noch Leute übrig haben. Sonst bist du am Arsch. Ja, und hier die Teile, die grünen, die du im Spiel gewinnst, werden in Vorräte nachher umgewandelt. Und Vorräte kannst du auch bei Gegnern aufsammeln für deine Leute dann halt, um sie zu ernähren. Ja, und man sieht oben rechts jetzt zum Beispiel Alex Naggy macht Inventur, also so kleine Hinweise, was deine Leute so machen. So ein kleines Gimmick einfach nur, aber nichts Wichtiges. Und dann würde ich sagen, das war's eigentlich, was man so erzählen kann. Und dann gehen wir mal ins Game rein, Verhör. Gucken einfach mal. Keine Gruppen, denn ich möchte nicht gegen 4 Gegner spielen, die zusammenspielen, sich absprechen und alles. Das ist hart. So, dann suchen wir hier gerade mal ein bisschen. Und ja, also wie gesagt, der Modus, der ist für mich neu. Ich habe ihn noch nie gespielt, denn damals auf der PlayStation 3 habe ich The Last of Us richtig viel gespielt. Und irgendwann war dann halt die Luft raus, so ein bisschen. Und ja, da kam dann wahrscheinlich irgendwann der Spielmodus raus, genau dann, wo ich aufgehört hatte. Ja, aber ich finde bis jetzt, ich kann nicht sagen, dass der Modus, den ich bis jetzt gespielt habe, Überlebender, der beste ist, weil ich die anderen noch gar nicht gespielt habe. Aber ich muss sagen, er macht echt verdammt viel Spaß. Und ja. Oh, da haben wir Leute. Und guckt es euch an. Guckt ihn euch an. Vier. Ja, okay. Vier.
Ist auch noch nicht so viel, aber 185, Mami. 44, 149, 182, 187. Dann denke ich mir nur so, jawohl. So. Ich weiß gar nicht, warum bin ich noch Level 0? Steigt man einfach so langsam in Level oder was ist hier los? So, wir sind 8 Leute. Spiel gefunden. Warte auf Spieler. Worauf wartet er denn jetzt? Ah, okay. Ja, komm, wir spielen mal auf den Damm. Oh, Sophia Choing brät Fisch. Geil. Boah, so einen geilen Fisch hätte ich jetzt auch gerne. Das könnte einiges. Alles klar, wir spielen auf den Damm. Können hier jetzt unsere Rüstung, unsere Ausrüstung auswählen, nicht unsere Rüstung. Nehmen wir die. Hier könnte man natürlich dann auch die Booster auswählen, aber das mache ich jetzt mal nicht. Erst wenn ich ein bisschen reingekommen bin. So, Verhörmodus. Du erhältst Zusatzteile, während du das gegnerische Schließfach öffnest. Okay. Spiele im Team. Ja, natürlich. Im Team sollte man immer spielen, in The Last of Us vor allem. Aber da kann man natürlich auch in anderen Spielen machen, aber The Last of Us ist halt ein Teamspiel. Benutze dein Mikrofon, um mit deinem Team zu kommunizieren. Ja, ich rede gerade mit anderen Leuten, weißt du? Also, das passt schon. Machst du ein... Oh, ich wollte das gerade noch lesen. So. Alles klar. Ja, einer hat das Spiel verlassen, alles klar. Wir legen jetzt zu dritt gegen 4 los. Ah. So, hier kann man dann anfertigen. Messer zum Beispiel, die Nahkampfwaffe kann man verbessern. Das werden wir alles noch sehen. Und hier kann man die Waffen aufbessern. Also Munition kaufen, aufbessern, hier auch. Da kann man die Phantom kaufen, die Special Waffe und da die Rüstung. So, dann wollen wir aber mal los. So. Okay, wir sind jetzt auch wieder zu viert. Am besten bleibe ich mal bei meinem Team hier. So, er hat eine Sniper. Ich sehe hier nichts. Das heißt aber nicht, dass keiner da ist, denn man kann ja hier so schön in Deckung gehen. LOL! Oh, 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 oh! Jawohl. Den habe ich. Komm her, komm her. Oh, nee, mit Dreieck. Erstmal eine reinhauen. Nein! Ich hatte ihn fast wiederbelebt! Du Weichse, du! Oh, Mann, nein. Ja, mach ihn fertig. Jawohl. Und jetzt, komm, komm. Hol mich, hol mich. Komm her. Komm her. Hallo. What the fuck? Nö, er lootet da lieber. Er lootet da lieber. Ich glaub nicht. Ich werd nicht mehr. Ja, moin. So. Okay, Verhöre sind also quasi, wenn jemand tot ist. Dann hat man ein Verhör oder wie sieht das aus? So. Zack. Ja, hier haben wir jetzt eine Nahkampfwaffe. Und die kann man aufbessern. Das finde ich richtig geil. Denn mit einem Schlag sind die dann down, die Gegner. So, ich warte aber mal, bis ich hier aufbessern kann, anstatt mir Munition zu holen. So. Okay, die haben 1 zu 2. Wenn der Balken voll ist, dann wissen die wahrscheinlich, wo unser Tresor ist, denke ich mal. So, da ist ein Medikit. So, da ist nichts. Kann ich hier längs? Sieht so aus, wa? Sieht so aus. Ich gehe mal schnell hier in Deckung. Und hol ihn von der Seite weg. Jawohl. So macht man das nämlich. Er wird den gleich wiederbeleben. Aua. Medikit. So. Also man kann sich auch heilen. So. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Nagelbombe. Shit. Shit. Lass ihn in Ruhe. Nein, ich konnte ihn nicht retten. Nein. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Weg, Rückzug, Alter, was ist hier los? Was ist hier los, Alter? Alter, Vater. Oh, ich habe nur noch 2 Schuss, ich habe nur noch 2 Schuss. Was da gerade abging. Holy shit, ey. Wegen sowas mag ich den Multiplayer halt von The Last of Us. Ist anders als
Call of Duty oder sowas, denn man passt irgendwie mehr auf sein Leben auf. Ich habe kein Medikit mehr und kann mir auch keins basteln. Hat er gerade einen getötet? Weiß ich gerade nicht. Okay, ja, also der rote Punkt, das ist keine Drohne oder so ein Scheiß. Wenn man sprintet, dann wird man angezeigt auf dem gegnerischen Radar. Deswegen eigentlich eher langsam gehen, es sei denn, man muss echt schnell weg oder jemandem schnell Hilfe leisten. Aber ich habe auch nicht viel Leben. Ich sollte eigentlich nicht vorgehen. Den habe ich ein bisschen eingeschenkt. Nein! Scheiße! Nein! Wie lädt man nochmal nach? R2, genau. R2, wenn man nicht anvisiert. So. Wir sollten hier, glaube ich, mal weg, wa? Ich meine, ich habe nichts und... So, der ist down. Verhör verwehrt, jawohl. Ich habe aber keine Muni mehr. Das heißt, ich sollte hier eigentlich echt weg. Aber ich helfe ihnen. Komm, schnell rum, schnell rum. Jawohl. Nice. Das war richtig nice. So, die Vorräte snack ich mir mal. Ich weiß gar nicht, ob man die klauen kann. Boah, 3 Schuss, ey. Holy fuck. So, ich muss die Gegner looten. Ich brauche echt Munition. Tschüss. Fuck. Ich muss die Gegner looten. Ich brauche echt Munition. Oh, tschüss. Hier, hol mich. Jawohl. Nein, lauf, lauf, lauf weg. Lauf weg, lauf weg. Ist egal, ist egal. Bleib du wenigstens noch am Leben. Oh, shit, ey. Das geht gut ab. Das geht echt gut ab. Ich kaufe mir mal ein bisschen Munition. Könnte ich eigentlich gebrauchen, oder? Die Pistole hole ich mir mal. So, Alter, die haben schon viele Verhöre. Oh, Vorräte, hallo. Und Munition, jawohl. Ich sehe gerade unten links, ich brauche noch 6 Vorräte. Sonst sieht das nicht gut aus für meine Gruppe. So. Erstmal schön looten hier. Leute, jetzt geht doch nicht rauf. Erstmal zurückhalten hier. Oh! Scheiße! Da kommt er da. Oh nee, komm. Au. Das ist voll gelogen. Ich würde niemals reden. So. Ah. Wir haben 2 Verhöre verwirrt, immerhin. Noch keins durchgeführt, aber naja. Unser ganzes Team ist irgendwie nicht so. So. Oh, nice. Er hat einen. Jawohl, so sieht's aus. Guter Junge. Aber da hat jemand das Spiel verlassen. Was ist das da für ein Symbol? Muss ich ihn beschützen oder was? Ach, das ist unser... Oh! Unser Tresor. Wo ist die Nagelbombe? Okay, die hat getroffen. Okay, es ist wieder einer beigetreten. Au, 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 au. Das hat wehgetan. Einmal kurz verarzten. So. Ah, er hat einen Down. Aber da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hier, ich schlag dich. Nein, nein. Ich hätte schießen sollen. Ich hätte schießen sollen. Nein. Ich hätte schießen sollen. Ich hatte doch gar keine Nahkampfwaffe. So ein Scheiß. Oh, nee, ey. Wow, Alter, diese Reaktion, ey. Ja, wir müssen da jetzt irgendwas machen, oder? So, ich habe einen kampfunfähig gemacht. Alter. Scheiße, keine Chance. Oh, ich habe einen
getötet. Nice. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall ordentlich was kaufen. Hier Rüstung. Und da sind wir auch schon wieder da. Da sind wir auch schon wieder da. Au, 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 au. So, der ist kampfunfähig. Der Gegner ist dabei, unser Schließfach zu öffnen. Ja, was soll ich sagen? Hier, verhören. Bam. Geiles Verhör. So. Ja, so kann sich das auch wenden. Wir lagen gerade ziemlich zurück, waren ziemlich zurückgedrängt. Und jetzt hier sind wir auch ganz gut mit dabei. Müssen uns auf jeden Fall wieder gut ausrüsten. Ich kann auch wieder was kaufen. Oh, jawohl. Jackpot, Alter. Jackpot. So, Molly. Scheiße, ich hätte die Nahkampfwaffe machen müssen. Das hier. Aufbessern. Und dann kaufe ich mir auch nochmal Munition. So, und dann gehe ich jetzt. Ich mache jetzt richtige Wichser-Taktik. Ich renne hier zu unserem Ding. Und leg die Nagelbombe dahin. Denn wenn einer daran will, kriegt er die Nagelbombe ins Face im besten Fall. So, wir brauchen auch nur noch ein Verhör, dann wissen wir auch, wo deren Tresor ist. Nice. Komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm doch zurück. Trottel. Ah, okay, er hat ihn getötet. Au, au, ah, fuck. Von wo? Scheiße, von wo hat er mich... Von da unten, oder was? Holy shit. Okay, er hat aber auch die gleiche Idee wie ich, dann eine Nagelbombe. Da keiner durchkommt. Ich muss sagen, bis jetzt gefällt mir der Spielmodus auch. Also er ist auch ziemlich spannend, muss ich sagen. So. Wir müssen jetzt aber ein bisschen mal vorrücken, denke ich. Aber man sollte auch nichts überstürzen. Okay, er hat ihn down. So, aber jetzt vorsichtig. Hier ist offenes Gebiet. Den hat er exekutiert. Warte mal, ich habe da hinten gerade einen roten Punkt gesehen. Da möchte ich mal schnell hin und helfen. Da sind sogar zwei, da sind drei. Oh shit. Moment mal. Gehe ich mal von hier ran. Oh, oh, der will machen. Scheiße! Nein! Scheiße! So ein Kack. Ich wollte da jetzt schnell hin. Damit er das nicht öffnet. Ah, und dann haben die mich halt gesehen. Lol. Was? Wir brechen gerade bei denen ein und die brechen gerade bei uns ein, oder was? So. Schnell mal gucken. Öffnungsgeschwindigkeit erhöht. Okay. Hier scheint keiner mehr zu sein. Jedenfalls nicht at the moment. So, Molly habe ich ja auch noch. Den darf ich nicht vergessen. Den sollte ich auch nicht vergessen. Alter, Öffnungsgeschwindigkeit schon wieder erhöht. Oh, oh. Was ist denn da jetzt passiert? Es ist passiert, Alter. Holy shit, Alter.
Fuck, ich habe nur noch einen Schuss für mein Automatikgewehr. Ja, und der geht natürlich daneben. Stark. Eieiei, Alter, hat der wehgetan. Boah, der hat richtig gezwiebelt, der Schuss. So, Moment, ich muss mal kurz... Erstmal shoppen gehen. So, hierfür nehme ich mal die Pistole. Ah, hat er ihn, hat er ihn. Nice. Ah, lol, die Zeit läuft auch ab. Oh, Mann. Was passiert denn, wenn die Zeit vorbei ist? Los, komm mal angesprintet, mein Freund. Scheiße, kommt er mit dem Bogen, ey. Aua. Boah. Also das war eine Exekution, die man kaufen kann. Mit dem Bogen. So, ich kann mir nichts leisten. Wir sind ja eigentlich gleich auf. Ein Drittel offen, der Safe. Jeweils. Sei denn die... Ist... Ja, was soll ich machen? Was soll ich machen? Scheiße. Ja. Ich wollte doch gerade exekutieren. Ich wollte den Typen exekutieren, dann wollte er mich exekutieren und wurde erschossen. Alter, was ein Scheiß. So. Wir haben 6 Leute dazu gekriegt. 25 sind wir jetzt. Ein Schalldämpfer für die 9mm Pistole. Scheiße, jetzt habe ich weggedrückt, was wir noch gekriegt haben. Hoppala. Hallo? Ja, also hier den Schalldämpfer kann man für einen Punkt. Ganz ehrlich, ich glaube, ich nehme den auch mal, ne? Kann ja nicht schaden. Ach, hier, gutes Gehör. Die Lauschmodusanzeige regeneriert sich. Ach ja, man kann ja auch lauschen. Ach du Scheiße, wie ging das denn nochmal? Oh Mann. Ja, aber das war's für den Part. Heute mal ein bisschen länger, was halt daran lag, dass ich gefragt wurde, ob ich ein bisschen was dazu erzählen kann. Und das mache ich natürlich immer gerne. Und ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hier für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Like freuen. Ihr könnt es auch in die Kommentare schreiben, auch falls ich irgendwas vergessen habe zu erklären. Und ja, über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns hoffentlich auch wieder im nächsten Video. Tschüss!